Ja, das war das Event von Kattel oder Kettel. Die haben vor etwa einer Woche einen neuen Akku vorgestellt, beziehungsweise eine Weiterentwicklung. Mittlerweile dürfte jeder davon schon gehört haben. Der neue Akku bzw. diese Weiterentwicklung ist auf LFP-Basis, also Lithium-Eisenphosphat. Man hört ja immer und immer wieder von irgendwelchen Wunderbatterien und bei genauerem Hinsehen stellt sich dann doch immer wieder enttäuschend heraus, dass es sich entweder um Fake handelt oder um irgendeinen Prototyp, der sowieso niemals in Serie gehen wird. Hier bei Kattel scheint das wohl anders zu sein, denn dieser chinesische Hersteller behauptet tatsächlich bereits Ende diesen Jahres in Serienproduktion bzw. in Massenproduktion zu gehen. Und das absolut Unglaubliche daran, es soll tatsächlich möglich sein, diesen Akku von 0 auf 80% in sage und schreibe 10 Minuten aufladen zu können. Und das ist schon eine kleine Sensation. LFP-Akkus sind ja grundsätzlich nicht spektakulär Neues. Tesla verbaut ja LFP-Akkus schon seit einer ganzen Weile in ihren Standard-Range-Modellen vom Tesla Model 3 bzw. vom Y. Die LFP-Akkus bieten gegenüber herkömmlichen Lithium-Ionen-Akkus einige Vorteile. Zum einen sind sie deutlich sicherer und können nicht mehr brennen, was den E-Auto-Hassern wahrscheinlich gar nicht passen wird. Du kannst diese Art von Akku auf 100% laden, was man bei Lithium-Ionen-Akkus eher nicht machen sollte. Die Ausnahme ist, man hat einen Trip geplant, dann lade ich persönlich immer auf 100% zu Hause. Das Fahrzeug steht dann aber auch nicht längere Zeit, sondern ich fahre dann halt dementsprechend zeitnah los. Und beim LFP-Akku ist es so, dass der die 100% Ladung verträgt und aufgrund der Zellchemie ist es sogar empfohlen, in regelmäßigen Abständen diesen auf 100% zu laden. Auch ein Vorteil von LFP-Akkus, es wird hier kein Kobalt mehr benötigt. Allerdings haben die LFP-Akkus nicht nur Vorteile, sondern auch ein paar Nachteile, zumindest bisher. Zum einen ist der Ladepeak deutlich geringer. Bei meinem älteren Model 3 Performance habe ich oftmals über 200 kW Ladeleistung mit. Ich habe ja noch die Lithium-Ionen-Akkus verbaut und beim LFP-Akku hat man doch deutlich schlechtere Laderaten. Außerdem ein Nachteil dieser Akkus: bei Kälte laden diese mit deutlich geringerer Geschwindigkeit. Und je tiefer die Temperatur fällt, desto länger dauert das Laden. Und genau diese Probleme will Kattel jetzt wohl gelöst haben. Und jetzt kommt's. Der chinesische Hersteller verspricht mit seiner neuen Superzelle eine Reichweite von bis zu 700 Kilometern. Die Shenxing-Zelle auf Basis von LFP-Technologie wird die erste sein, die Schnellladen mit 4C beherrschen wird. 4C bedeutet ganz einfach, dass die Zelle die vierfache Ladeleistung ihrer Kapazität verträgt. Ist also zum Beispiel ein 100 Kilowattstunden Akku verbaut, kann mit einer Ladeleistung von bis 400 kW geladen werden. Was ich bisher noch nicht erwähnt hatte, LFP-Akkus haben außerdem noch die Vorteile, sie sind robuster, sie sind langlebiger, können somit öfter geladen werden, haben damit also eine höhere Zyklenfestigkeit und das kennt man auch schon länger im Bereich von Powerstations, also mobilen Batteriespeichern. LFP-Akkus können deutlich mehr Ladezyklen als mit der bisherigen Technologie und wenn man das mal hochrechnet, kommt man bei einem durchschnittlichen Elektrofahrzeug auf eine gesamte Laufleistung auf den Akku bezogen von etwa 300 bis 350.000 Kilometer. Und damit meine ich jetzt, bis man mal merklich an Reichweite verliert. Das heißt, fahren kannst du natürlich mit dem Akku immer noch, hast dann aber vielleicht keine 700
Kilometer Reichweite mehr, sondern meinetwegen 600 oder 550. Mit all diesen Vorteilen, die diese neue Zelle bringen soll, dürften den Gegnern der E-Mobilität langsam die Argumente ausgehen. Wobei ich für mich sagen muss, dass die Elektromobilität bereits heute schon funktioniert. Ich meine, wenn ich beispielsweise nach Hause komme, dann schließe ich mein Fahrzeug direkt an die Wallbox an. So habe ich immer ausreichend Ladung für den gewöhnlichen Alltag. Ich meine, die Realität sieht doch bei den meisten Menschen so aus. Man fährt zur Arbeit, man fährt natürlich von der Arbeit wieder nach Hause, man fährt einkaufen, man fährt vielleicht zu Freunden, mal ins Kino und so weiter. Und dafür habe ich fast immer ausreichend Energie. Und wenn wir auf Langstrecke unterwegs sind, habe ich mein Verhalten mittlerweile sowieso geändert. Ich halte auch kaum noch an den Superchargern an, die mir mein Navi empfiehlt, sondern fahre meinen Akku tatsächlich fast schon radikal runter in einen Bereich von 0 bis 1%, manchmal auch 2 bis 3%. Habe dadurch halt den Vorteil, dass ich eine extrem hohe Laderate habe. Lade dann, ich sag mal, bis die Ladegeschwindigkeit unter 100 kW fällt und fahre dann lieber schon weiter. Und aus meiner Sicht, für mich persönlich gesprochen, bin ich dann einfach schneller unterwegs. Ausnahmen machen wir dann, wenn wir beispielsweise sowieso was erledigen wollen, parallel zum Laden, oder Hunger haben und was essen gehen wollen, dann lade ich auch schon mal auf 100% oder annähernd an die 100%. Wen es interessiert, wie wir das handhaben auf Langstrecke, wir haben einen Roadtrip nach Dänemark gemacht. Ich verlinke euch das Video mal hier oben. Die Vorstellung, dass man künftig in 10 Minuten von 0 auf 80% laden können soll, beziehungsweise das Versprechen, das Kattel hier gibt, das ist natürlich nochmal eine völlig andere Hausnummer und das kann man schon als Sensation bezeichnen. Kattel will wohl auch durch Verbesserungen an dieser Zelle das anfangs angesprochene Problem gelöst haben mit den schlechteren Laderaten bei niedrigen Temperaturen. Diese Zelle von 0 auf 80% zu laden in immerhin einer halben Stunde, und ich möchte damit jetzt nicht die Euphorie bremsen, aber man sollte halt schon abwarten, was die Praxis zeigen wird. Das alles ist schon seit einer ganzen Weile bekannt. Was weniger Leute auf dem Schirm haben, auch Toyota hat diese Tage einen großen Durchbruch vermeldet, und zwar mit einer Festkörperbatterie, und die versprechen 1200 Kilometer Reichweite in gerade mal 10 Minuten. Ja genau, Toyota setzt auf die Festkörperbatterie, auch Solid-State-Batterie genannt. Und das kommt doch etwas überraschend, weil Toyota ja in der Vergangenheit eher auf Wasserstoff- und Plug-in-Hybride gesetzt hatte. Vorteile von Festkörperbatterien sind, sie sind sehr sicher, da die festen Elektrolyte quasi nicht brennbar sind. Es gibt sogar einen nachgewiesenen Test. Man hat einen Nagel in die Batterie geschlagen und es kam tatsächlich nicht zu einem Brand. Sie sind besser, was die Überhitzung im Inneren des Systems anbelangt, und sie haben eine höhere Energiedichte, womit kurz gesagt einfach mehr Strom in einer Batterie gespeichert werden kann. Nachteilig ist, dass für die Herstellung von Festkörperbatterien mehr Lithium erforderlich ist. Dafür erreichen sie aber wieder deutlich mehr Ladezyklen als herkömmliche Lithium-Ionen-Batterien. Aber nochmal zu dem, was Toyota verspricht, nämlich eine Reichweite von bis zu 1200 Kilometern und das bei einer Ladedauer von angeblich nur 10 Minuten. Aber jetzt darf man Folgendes nicht vergessen: bestätigt ist in der Praxis davon noch gar nichts, also nicht bewiesen. Und diese Batterie befindet sich noch in der Entwicklung. Und unter diesen Aspekten darf man natürlich eine gesunde Skepsis haben gegenüber diesen ganzen Daten, die hier bekannt gegeben werden. Übrigens arbeiten auch andere Hersteller an Feststoffbatterien, wie zum Beispiel NIO,
um nur mal einen Bekannten zu nennen. Und auch hier werden große Erfolge gemeldet und Reichweiten angekündigt von 1000 Kilometern und mehr. Es tut sich also einiges im Bereich der Akkuentwicklung und das ist natürlich am Ende gut für uns Verbraucher. Dass hier so viel passiert in den verschiedenen Bereichen, finde ich eine tolle Sache. Wenn ihr ähnlich denken solltet oder natürlich auch, wenn ihr anderer Meinung seid, schreibt es mir doch gern in die Kommentare. Am Ende kann man sagen, da es sich bei Toyota um ein Projekt handelt, was sich noch in Entwicklung befindet und bei Cattle die Massenproduktion schon für Ende diesen Jahres angekündigt ist, beziehungsweise vermutlich dann Anfang 2024, ist Cattle da natürlich absoluter Favorit und klar im Vorteil. Wir dürfen gespannt sein, in welchen Fahrzeugen die neue Generation von Akkus als erstes verbaut werden, möglicherweise schon bald in Tesla-Modellen. Und wer weiß, vielleicht lässt sich der eine oder andere Verbrennerfahrer doch noch überzeugen, auf ein E-Auto umzusteigen. Denn in Zukunft wird das Argument von langen Ladezeiten nicht mehr zu halten sein. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Falls ja, gib mir doch gerne einen Daumen nach oben, abonniere auch gerne kostenlos meinen Kanal und aktiviere die Glocke. So verpasst du auch in Zukunft keines meiner Videos. Und außerdem hilft es mir und dem Algorithmus, dass meine Beiträge noch mehr Leuten angezeigt werden. Und darüber wäre ich sehr dankbar. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bleibt gesund, natürlich allzeit einen vollen geladenen Akku. Schaut gerne beim nächsten Mal wieder rein. Bis dahin, ciao.